Ja, mitten im Regen stehen wir heute hier mit dem neuen Arteon Shooting Brake hier hinten. Aber er sieht aus dieser Perspektive, glaube ich, richtig gut aus, denn wir haben uns extra für den Airline entschieden und auch ihn bekommen. Und er sieht von vorne zwar ein bisschen aus wie ein Prototyp und viele sagen auch, er ist ein bisschen unvollständig vorne. Das habe ich schon ganz, ganz oft gehört, aber ich finde ihn nach wie vor, wenn ich ihn hier so davor stelle, irgendwie schon sehr besonders. Und er fällt so komplett aus der Reihe von typischen Volkswagen. Wenn man das Gesicht sieht, dann denkt man nicht sofort als erstes an Volkswagen, sondern man denkt an ein elegantes, schönes Coupé oder eben hier als neues Karosserie-Derivat an einen Shooting Brake. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu automotiv.de. Mein Name ist Benjamin. Wir stehen heute leider, leider im Regen. Wir können auch nichts anderes machen. Wir haben das Auto nur heute. Deswegen gehen wir jetzt hier draußen mal relativ schnell drumrum. Denn es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele optische Neuerungen hier am neuen Arteon, wenn man von neu sprechen kann. Es ist eher so eine Produktaufwertung. Deswegen haben wir hier eine bisschen geänderte Frontpartie, vor allem in diesem Airline-Paket. Mit diesem Airline-Paket, es unterscheidet sich ja, man kriegt den ganz normalen Arteon und dann kriegt man Elegance und Airline und ganz oben drüber ist dann der Arteon R, aber dann eben auch mit einem ganz anderen Motor, mit 320 PS aus dem Vierzylinder 2-Liter Motor mit richtig viel Spaß, glaube ich, auch mit Torx-Splitter an der Hinterachse. Aber das Auto, das können wir jetzt noch nicht fahren, das kommt dann erst nächstes Jahr. Wir haben hier die Scheinwerfer, die kennen wir schon vom normalen Arteon, also vom Vorgänger Arteon. Hier unter der Firmierung IQ Light sind sie weiterhin im Bestand. Als Option gibt es dann auch diese Fernleuchtweitenregulierung. Das kann man hier also dann als Option dazu bestellen. Ansonsten sind das die Scheinwerfer, die wir auch schon kennen. Was jetzt neu ist, ist diese Leiste hier. Es sind zumindest hier auch in dieser Kühlergrill-Optik sind noch ein paar Veränderungen gemacht worden mit deutlich prägnanteren Chromeinsätzen hier vorne. Aber wir haben darunter, und da sieht man hier schon, eine durchgezogene Linie, die hier ganz außen an der äußeren Ecke anfängt, des Kotflügels hier vorne. Und dann sich hier komplett drüber zieht. Sie ist hier leicht unterbrochen. Man sieht es, wenn man ein bisschen näher hinkommt. Man sieht es echt, dass es hier keine komplett durchgängige ist und dass hier ja so manche Spalte auch nicht komplett plan sind. Aber sie geht zumindest ganz durch hier ans VW-Zeichen, dass man nicht illuminieren kann, weil wegen es ist nicht rechtens in Deutschland leider dieses VW-Zeichen zu illuminieren. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Das sieht dann bestimmt auch ganz cool aus. Und dann geht sie hier weiter in die ganz äußeren Scheinwerfer. Wir haben noch ein R-Logo für Airline-Paket, damit man auch sieht, okay, das ist schon ein sehr besonderes Paket hier, ein sehr sportliches Paket hier, was man hier ausgewählt hat. Ich finde, die Leiste schaut gut aus, aber man muss sich natürlich im Klaren sein, das zieht die Optik ein bisschen zusammen, wenn dann so eine Leiste geht. Normalerweise ist es immer so gewollt vom Design, dass so eine Leiste gerade im Heckbereich das Heck ein bisschen verbreitert. Aber ich finde an der Front, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, zieht es die ganze Front ein bisschen zusammen und verschmälert die ganze Front ein bisschen. Aber deswegen gibt es ja auch das Airline-Paket, finde ich. Und deswegen ist es ja für mich, finde ich, auch wichtig, dass man die ganze Front wieder verbreitert. Und auch wiederum deswegen ist es wichtig, dass man Airline-Paket hier bucht. Auch das Elegance-Paket verbreitet natürlich die Front ein wenig, aber das Airline-Paket ist natürlich hier nochmal deutlich dynamischer, deutlich sportlicher und geht weiter nach außen mit diesen Lufteinlässen, die eigentlich nur Blenden sind, keine wirklichen Lufteinlässe hier, denn dahinter ist alles dicht. Also hier geht keine Luft durch, aber es ist zumindest eine Optik, die ganz schön ist. Finde ich zumindest. Es verbreitert die Front auf jeden Fall. Ja, genau. So, und dann würde ich sagen, wir schauen mal an die Seite, denn diese Felgen hier, die machen natürlich auch diese Optik dieser eleganten Limousine oder dieses eleganten Shooting Brake hier. Eigentlich ist ja ein Variant, eigentlich ist ja ein wunderschöner Variant, der flexibel ist. Zumindest, das werden wir gleich sehen mit dem Kofferraumvolumen hinten und mit der Einladung und so. Und einfach richtig schön aussieht mit diesen ausgestellten Kotflügeln, aber das sehen wir gleich nochmal, da gehe ich nochmal gleich drauf ein. Ja genau, 20 Zoll Felgen hier, die gab es beim Arteon Vorgänger auch schon, finde sie richtig schön, ich nenne sie mal so Turbinenräder, sie sind sehr aerodynamisch geformt und machen einfach ein Statement. Bevor ich es jetzt vergesse, weil wir hier vorne stehen, schauen wir mal ganz kurz unter die Haube. Jetzt beschwert er sich ein bisschen, weil Licht an ist, aber das macht gar nichts, weil wir haben ja hier unter der Haube den wir müssen hier keinen Stab reinstellen, damit die Haube hält. Wir haben hier den 2 Liter Diesel drin, die Einstiegsmotorisierung 110 kW, 150 PS.
Auf dem Motordeckel ist leider gar nichts mehr zu sehen. Hier steht auch gar keine Bezeichnung mehr, hier steht auch gar kein Volkswagen mehr. Hat Volkswagen eingespart, es ist immer derselbe Deckel. Dann macht mir jetzt auch nicht so viel aus, aber ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht mehr sieht, was für ein Motor überhaupt da ist. Aber ansonsten schaut es aufgeräumt aus, aber nichts anderes habe ich auch erwartet von Volkswagen, von einem Volkswagen Arteon. Wie gesagt, Einstiegsmotorisierung hier mit den 110 kW. Was aber schön ist, finde ich, ist diese Haube. Diese Haube ist erstens mal richtig schön geformt hier an der Seite. Ich finde diese, das Design einfach, das gibt so ein bisschen Oberflächenspannung und lässt diesen Arteon richtig stämmig wirken. Und so eine Riesenhaube ist halt auch einfach schön. Sie ist extrem teuer. Wir kennen das auch vom Porsche Macan zum Beispiel, der auch eine große Haube hat, die hier überall drüber geht. Aber Dichtungen abdichten und so, das ist nicht nur aufwendig zu konstruieren, sondern natürlich auch aufwendig in der Fertigung, das hier alles hinzukriegen, dass das hier alles dicht ist. Sieht aber richtig schön aus, weil es richtig bündig ist und das ist richtig ein richtig teures Element. So, hinter der Motorhaube, hinter dem Rad, hinter dem Vorderrad, hier haben wir den Flitzer langgezogen mit Airline-Logo. Sieht richtig gut aus. Vor allem ist es halt auch sehr dynamisch hier und dieses Air-Logo, daran erkennen wir auf jeden Fall, dass es eine Airline ist und kein richtiger Air, denn hier hat es diese silbernen Ränder und das heißt immer Airline. So, wir haben jetzt an der Seite nicht wahnsinnig viele Änderungen, aber wir haben natürlich die Änderung, dass ein Shifting Brake ist. Das heißt, wir haben das gleiche Erscheinungsbild, wir haben die gleichen Eigenschaften wie beim normalen Arteon auch vorher schon, aber wir haben hier eine ganz andere Dachlinie. Wir haben eine viel länger auslaufende Dachlinie hier und wir haben dadurch, dass man dieses ganze Greenhouse, was man hier oben Greenhouse ja nennt, nach innen verflacht hat, oh, jetzt fängt es aber richtig an zu regnen, haben wir hier ausgestellte Kotflügel hier außen und es sieht richtig gut aus, finde ich. Und das macht ihn auch so ein bisschen Sportwagen-typisch, finde ich. Vor allem, wenn man hier aus diesen Winkeln drauf schaut, wenn dann die Kamera mal später rumkommt, dann wird man das auch sehen, dass man hier eine sehr, sehr flache, einen sehr schmalen Heckabschluss hat und diese Kotflügel eben ein sehr breites und stämmiges Heck darstellen. Ja, das Heck hier hinten, wir haben hier neue Heckleuchten drin, voll LED, alles in LED und auch mit Wischblinkfunktion. Das ist alles am Start. Sie sehen jetzt leuchtend richtig gut aus. Sie sehen ein bisschen ungewohnt aus, wenn man sie so unter Tage sieht. Da sehen sie ein bisschen, weil sie so Klarglas sind, ein bisschen ungewöhnlich aus, aber nicht so schlecht. Ja, dann haben wir hier natürlich das VW-Logo und den Arteon-Schriftzug mittig platziert. Ein schön auslaufendes Heck benötigt natürlich auch einen schön auslaufenden Heckabschluss. Und dadurch haben wir hier Endrohrblenden, natürlich auch wieder wie vorne die Lufteinlässe sind. Das hier keine richtigen Endrohre, aber schöne Endrohrblenden im doppelflutigen Design, jeweils links und rechts. Die Elegance-Version, wenn man sich für diese Version entscheiden würde, dann hätte man ein breites Endrohr, sehr schmal an der jeweiligen Seite. Ja, genau, hier darunter geht auch übrigens mit Kicken. Dann öffnet sich der Kofferraum auch automatisch, wenn man das braucht, aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben hier 565 Liter Volumen drin. Das ist 2 Liter mehr als beim normalen Arteon. Also da der Unterschied ist nicht so wahnsinnig da, aber man hat hier zumindest eine bisschen größere Einlademöglichkeit hier und natürlich hat man einen schönen Shooting Brake, aber wegen des Kofferraumvolumens, weil man könnte ja meinen, der Shooting Brake hat deutlich mehr, so viel ist es nicht mehr. Eigentlich haben die beiden Versionen denselben Kofferraumvolumen. Da es heute wie Mäuse regnet hier, leider, haben wir uns gedacht, wir fahren auf die Autobahn, testen mal die Assistenzsysteme, weil wir einen neuen Arteon Shooting Brake jetzt hier haben, ebenfalls mit neuem Funktionsumfang. Da gibt es schon einige Anpassungen, einige Eigenschaften, die hier nochmal angefasst wurden, nochmal besser gemacht wurden. Wir haben hier im Bereich der Assistenzsysteme und ich fahre eigentlich genau mit einer Hand am Lenkrad, so sollte es eigentlich sein, aber wenn ich die Hände loslasse, geht es nach wie vor 10 Sekunden lang gut, bis die Warnmeldung im Travel Assist kommt und dann sagt der Travel Assist mir, okay, ich muss die Lenkung übernehmen. Was jetzt hier neu ist, ist zum einen, jetzt kommt nämlich dieses Lenkung übernehmen hier, genau, was jetzt neu ist zum einen, ist, dass es kapazitiv ist, das Lenkrad. Das heißt, es reicht einfach, die Hand hier irgendwo in diesem Bereich am Lenkradkranz zu positionieren. Und die Lenkbewegungen werden nicht mehr gemessen, also werden zusätzlich natürlich gemessen, aber sind nicht mehr ausschlaggebend für die Funktionsweise ohne Hände am Lenkrad des Travel Assist. Und natürlich ist der Travel Assist auch neu in sich, das ganze System. Da wurden viele Systeme
zusammengefasst zu einem Travel Assist, der es erlaubt, ermöglicht, dann eben irgendwann, sollte das zumindest so dann sein, mehr in diesen Levels zu gehen. Level 2 sind wir jetzt gerade im Moment und dann soll es irgendwann natürlich auch den Sprung geben auf Level 3, sodass ich nicht immer alle 10 Sekunden meine Hände ans Lenkrad begeben muss. Aber da sind wir noch sehr weit von entfernt. Das haben wir natürlich hier überhaupt noch nicht drin. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein echt gut funktionierendes System mittlerweile. Er hält hier ganz automatisch die Spur und vor allem pendelt er auch nicht mehr, sondern hält die Spur ganz in der Mitte. Das heißt, wir können schön entspannt ruhig fahren. Wenn ich jetzt hier den Travel Assist auf 120 km/h gestellt habe, weil hier ist offen von der Geschwindigkeit, genau, weil dann möchte ich irgendwann auch mal diesen LKW überholen, dann setze ich ganz einfach den Blinker, muss aber hier auch im Arteo natürlich selbstständig lenken. Also er macht das nicht automatisch mit Lenken, das geht hier in diesem System noch nicht, aber er gibt zumindest sehr sportlich gleich Gas. Das hängt auch damit zusammen, dass wir im Fahrmodus Sport hier sind. In Sport gibt er eben auch dieses System hier ein bisschen knackiger Gas, auch in diesem Travel Assist, als wenn ich zum Beispiel in Normal oder in Komfort bin. Das ist schon mal echt gut, diese Adaption, dass man da auch spürt, man ist hier in den verschiedenen Fahrmodi, also adaptieren sich die Systeme auch darauf. Travel Assist einschalten und kontrollieren geht dann natürlich mit dem Multifunktionslenkrad, so wie wir es von Volkswagen auch gewöhnt sind oder von den meisten Marken sogar im ganzen Volkswagen-Konzern. Wir haben hier hinten oder hier auf der linken Seite den Daumen immer und können so zum Beispiel die Geschwindigkeit regeln mit Plus, Minus. Was jetzt hier neu ist an dem Lenkrad, hier gibt es jetzt auch wieder das neue Touch, also nicht Touch, aber berührungsempfindliche Lenkrad. Das heißt, man kann nach wie vor per Tastendruck klicken hier, aber man kann auch sliden mit dem Daumen hier rüber und dann merkt man immer mit ein paar wenigen verzögerten Rückmeldungen, dass man hier auch wie an so einem Slider, an so einem Touchslider, so heißt es ja auch, dann hier die Geschwindigkeit einstellen kann. Also man muss nicht mehr drücken, wenn man nicht mehr möchte, man kann aber noch drücken. Genau, Travel Assist geht ja zu aktivieren mit dieser Taste hier links. Wenn ich den jetzt mal hier oben deaktiviere, genau, dann kann ich wieder ganz normal manuell fahren und wenn ich ihn jetzt hier wieder aktiviere, kommt mir auch wieder Travel Assist aktiviert und dann sehe ich auch diese kleine Animation hier unten im Active Info Display, das ist serienmäßig, dass man hier auch wieder den aktiven Travel Assist hat. Man hat nicht dieselbe Animation wie im neuen Golf zum Beispiel. Wenn ich im neuen Golf den Travel Assist aktiviere, dann habe ich hier eine ganz andere Animation, eine viel modernere Animation. Das geht mit diesem Display noch nicht. Das hat der Arteo noch nicht mitbekommen, weil der Golf ist ja eigentlich auch von seinem Entwicklungsstand etwas neuer als diese Arteon hier. Aber trotzdem sehe ich hier gut, was alles passiert und was das System vor allem sieht. Also wer vor mir fährt und auch wie ich den Abstand hier einstellen kann mit dem mittleren Knopf hier. Und das funktioniert eigentlich echt ganz gut. Ich habe bislang keine Probleme gehabt, außer dass der Arteon hier immer sehr stark in der Spurmitte fährt. Er fährt nicht immer komplett genau in der Spur, also in der Mitte von beiden Begrenzungen, sondern meistens an der linken Seite der Begrenzung. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten funktioniert das System eigentlich richtig, richtig gut. Ja, was wir noch haben, ist zum einen dieser Travel Assist, den wir jetzt gerade gezeigt haben. Zum anderen natürlich, was passiert, wenn ich jetzt die Hände mal für eine längere Zeit nicht mehr am Lenkrad habe. Dann kommt zum ersten diese Lenkung übernehmen. Und wir führen das natürlich jetzt nicht bis zum Not-Emergency Assist aus. Aber jetzt werde ich nochmal hier erinnert, bitte Lenkung übernehmen mit dem Ton. Jetzt wird er gut, jetzt kommen Bremser, genau. Und irgendwann würde er jetzt langsam mal jetzt habe ich übernommen, indem ich kurz auf das Gaspedal gegangen bin. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin wieder da. Jetzt wird er irgendwann eine kontrollierte Bremsung einleiten und mit Warnblinkanlage uns im Idealfall auf die rechte Seite der Fahrbahn lotsen und da zum Stillstand kommen und dann auch automatisch den Notruf auslösen. Also das funktioniert alles hier relativ zackig auch. Man kann hier nicht lang liegen, wenn man irgendwas Schlimmes Medizinisches hat, sondern der Arteon, der reagiert echt schnell. Und das ist auch echt gut, weil man braucht ja auch diese gewisse Sicherheit, dass hier nichts am Steuer passiert, während die Assistenten weit fröhlich munter walten. So, wir haben hier auf diesem Display und da
kommt immer dieses neue MIB 3-System, so wird es ja von Volkswagen intern genannt oder auch kommuniziert, zum Einsatz, wo wir hier die Assistenten nochmal anwählen können in einer ganz, ganz schönen Grafik. In dieses Menü kommt man, wenn man über ganz normal Menü geht und dann auf die Fahrerassistenzsysteme geht, und dann kommt schon diese Darstellung, und da wird auch dann dargestellt, je nachdem welches System man hier gekauft hat als Optionsausstattung. Hier in diesem Testwagen haben wir natürlich alle Systeme freigeschaltet und alle Systeme an Bord, deswegen können wir hier auch alles durchgehen. Und das System funktioniert so, dass man immer die verschiedenen Fahrzustände hier auf dieser Grafik auswählt, und dann wird auch diese jeweilige Assistenzfunktion dargestellt. Das heißt, hier ACC haben wir hier die Optionen, können wir hier alles einstellen, was ich auch hier per Lenkrad einstellen kann, aber hier als Standardeinstellung schon mal, damit man hier nicht immer am Lenkrad regulieren muss, wenn man das System einmal anschaltet nach dem Motorneustart, dass man hier auf jeden Fall alles mal eingestellt hat. Man kann auch sagen, okay, den zuletzt gewählten Abstand, den ich immer habe, weil man wählt ja dann doch hier viel per Lenkrad, den möchte ich immer beibehalten, das geht hier auch. Genau, jetzt gehen wir mal wieder weiter raus, drücken wir wieder auf diese drei Kacheln hier, also auf diese Wellen hier vorne, das heißt, okay, Front Assist, der ist aktiv, müssen wir auch nicht wahnsinnig viel einstellen. Hier hinten Anhänger, falls wir hier einen Anhänger anhängen möchten, das geht natürlich, das geht beim Arteon. Wir haben hier die Geschwindigkeitswarnung, können wir einstellen, weil mit Anhängern kann man natürlich nicht so schnell fahren, wie man ohne Anhänger hat. Also hat man gewisse Geschwindigkeitsbegrenzungen, die kann man hier einstellen, dass man da nicht einfach dieses Geschwindigkeitslimit überschreitet, ohne es zu wissen, dass man noch einen Anhänger hinten dran hat. Kann ja passieren, wenn man nicht so viel mit den Anhängern fährt. Dann hier links, auf der linken Seite, kann man noch den Side Assist, den Spurwechselassistenten aktivieren. Da sehen wir dann hier die gelbe Leuchte aufblinken hier im Spiegel. Ich habe das jetzt deaktiviert, vorhin jetzt natürlich kurz aktiviert, um zu zeigen. Mich stürzt manchmal, vor allem in der Nacht stürzt mich, aber viele finden das System sehr, sehr hilfreich. Ich finde es in manchen Fahrzuständen auch sehr hilfreich. Jetzt brauche ich das im Moment nicht, deswegen schalte ich das wieder aus. Genau, das waren die Systeme hier, wie man sie einstellt, wie man sie konfiguriert. Man kann hier unten noch auf Setup gehen, und dann kann man nochmal die verschiedenen Systeme nicht in dieser Grafik anwählen, sondern in der ganz normalen, wie man es von früher kannte. Und der erweiterte Funktionsumfang in dieser Grafik ist dann auch mit Müdigkeitserkennung, dass man noch den Hinweis bekommt und den proaktiven Insassenschutz. Ja, und jetzt würde ich sagen, übernehmen wir das Steuer mal, fahren manuell hier weiter und sehen, was der Arteon hier mit seinem 150 Diesel PS Motor kann. Vor allem, wie schnell er fahren kann, wie schnell er die Durchzugsbeschleunigung hier hinkriegt und wie viel Spaß er überhaupt macht. Weil ich denke mir, okay, jetzt hat man so ein sportliches Auto mit Airline-Paket außen, dann muss er auch schon ganz schön irgendwie Spaß machen. Ob er das mit 150 PS kann, ja. Ich bin jetzt hier im manuellen Modus mal drin mit dem Auto. Ja, geht schon. Aber man spürt natürlich nicht wahnsinnig viel. Was der Vorteil aber an diesem Dieselmotor natürlich ist, ist, wir können ganz schön weit fahren, weil er ist natürlich schon effizient. Er verbraucht sehr wenig. Wir werden auch dann später mal gucken, was wir hier auf unserer Testrunde dann verbraucht haben. Aber ich schätze mal so 5 Liter, da werden wir schon hinkommen. Zwischen 5 und 6 auf jeden Fall, aber eher Richtung 5. Und dann kommt man natürlich auch seine 1000 Kilometer weit mit einer Tankfüllung. Und das ist für so ein Auto, was ja für die Langstrecke ausgelegt ist, ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben hier, wenn wir jetzt hier noch in diesem Verkehr fahren, noch verschiedene Möglichkeiten, auch das Fahrwerk einzustellen. Wir können zum Beispiel hier mit dem Mode-Schalter die einzelnen Fahrprogramme durchwählen. Und dann können wir hier unter den bekannten Fahrprogrammen auch auf Individual gehen und das Individualprogramm anpassen. Auch der Arteon, der hatte das ja schon, das DCC, das adaptive DCC. Es ist eine Option, die muss man extra kaufen. Klar, das adaptive DCC-Fahrwerk, aber wir können hier auch die Dämpfer stufen- und rasterlos hier einstellen. Und das ist echt gut. Man kann sogar mehr als Sport machen hier hinten und kann auch mehr als Komfort hier machen. Und das finde ich eine ganz gute Option. Man spürt das jetzt auch, wenn ich hier sehr stark auf Komfort bin, dann ist das wie in einer Sänfte. Es ist sehr angenehm, das Auto hier. Man fühlt sich, also es wird alles weggefedert vorne, fast alles, bis auf jetzt die Spuren, die wichtigsten Sachen werden weggefedert. Und es wippt auch sogar so ein bisschen nach, wie so ein kleiner
Amerikaner sogar noch, ne? So ein Ami-Schlitten, der wippt auch so nach. Der Arthur wippt dann natürlich auch so ein ganz bisschen im Fahrwerk nach und in der Karosserie, aber nicht so, dass es unangenehm ist. Wenn ich jetzt auf Sport gehe, das ist ja meine Lieblings-Fahrwerkseinstellung, immer alles straff haben, alles fest haben, dann spüre ich auch alles von der Fahrbahn und das ist jetzt hier auch der Fall. Also diese Spreizung, von der bin ich immer begeistert und sie wird von Generation zu Generation immer besser und von Modellpflege zu Modellpflege auch immer besser, immer mehr, dass man noch komfortabler gehen kann, noch mehr Richtung Sänfte und noch sportlicher. Und das finde ich echt gut. Das ist so ein Gimmick an diesem Fahrzeug, was ich richtig gut finde. So, Spaß. Wir haben jetzt hier Geschwindigkeitsbegrenzung 130. Das ist natürlich nicht förderlich für unsere Frage, ob es tatsächlich richtig Spaß macht. Aber ich glaube, um diese Frage zu beantworten, ist es noch mal besser, wenn wir mit dem Auto jetzt weiter auf der Landstraße gehen. Auf jeden Fall auffällt hier auf der Landstraße und auch schon in der Stadt aufgefallen ist, der Motor, der Dieselmotor, ich kenne noch den Vorgänger Arthion mit TDI-Motor relativ gut, der war etwas rauer und etwas lauter, auch im Innenraum. Und dieser Arthion hier, diese Produktaufwertung vom Arthion, der ist mit dem Dieselmotor hier vorne echt ruhig. Und man hat das Gefühl, dass das Material hier vorne und diese ganze Feinarbeit eben an der Karosserie, die führt zu einem noch deutlich leiseren Innenraum. Man gleitet hier auch echt schön über diese ja, relativ raue Straße mit dem relativ schlechten Fahrbahnbelag. Und das ist sehr angenehm. Wenn man hier jetzt nochmal fährt und mit den Fahrwerkseinstellungen spielt, ich war jetzt auf Sport, jetzt gehe ich ja mal auf Individual und passe das hier an und gehe dann nochmal auf das DCC und mache es auf ganz Komfort. Dann gleite ich auch über, man hört es auch ein bisschen, dass die Straßenoberfläche relativ rau ist und relativ schlechter Asphalt ist, weil eben alt. Dann gleitet man da schön drüber und es ist auch nicht wahnsinnig laut im Interieur. Und wenn ich jetzt hier wieder auf Sport gehe, in den Sportmodus, dann spüre ich wieder alles von der Straße und kann diese Kurve hier auch richtig sportlich fahren. Obwohl ja der Motor kein richtiger Sportmotor ist, aber er macht trotzdem irgendwie auch mit diesen 110 kW, 150 PS, macht trotzdem irgendwie ein bisschen Laune, weil einfach die Fahrdynamik hier drin richtig gut funktioniert und es einfach ein harmonisches Paket ist. Und dieses Auto ist ja auch eigentlich nicht für diese schnellen Überlandfahrten. Dafür ist dann entweder der große TSI-Serie oder dann der Arthion R gedacht. Aber das Auto ist ja für lange Strecken, der Diesel macht da ja einen sehr, sehr guten Job. Und was übrigens auch noch sehr gut ist, ist tatsächlich dieser Wendekreis. Auch trotz Vorderradantrieb hier hat er einen sehr engen und damit sehr, sehr guten Wendekreis. Man kann damit sehr gut hantieren in der Stadt oder eben hier auch auf dem Land. Nicht zu vergessen, den Arthion gibt es auch als E-Hybrid. Den haben wir noch nicht fahren können. Das wird auch sicherlich aber folgen. Mit einer erweiterten rein elektrischen Reichweite natürlich. Und vor allem, was da natürlich der Punkt ist, einer intelligenten Energiemanagement-Sache drin. Wenn man also eine Route eingibt und auf Hybridmodus fährt, dann haushaltet er mit seiner Energie so elektrisch als auch mit dem Kraftstoff so, dass er am effizientesten am Ziel ankommt, wenn man das Ziel eingegeben hat. Das sind nochmal interessante Sachen. Auch den E-Hybrid kann man dann mit Airline-Paket ordern. Also man sieht es da nicht, dass es ein Hybrid ist, sondern er schaut auch sehr, sehr sportlich, sehr, sehr schick oder kann auch sehr, sehr sportlich und sehr, sehr schick aussehen. Und man kann ihn als Hybrid nehmen. Das heißt Hybrid und schick und Leistung und intelligentes Management, Batteriemanagement und Energiemanagement muss sich da nicht ausschließen. Ja, der Arthion Shooting Brake. Das Auto
Das gefällt mir richtig gut, nicht nur optisch, sondern auch fahrdynamisch. Wir haben hier die Option, wir haben noch gar nicht über die Motoren gesprochen. Wir haben natürlich nicht nur Dieselmotoren, sondern wir haben natürlich auch die Option auf TSI-Motoren. Die jeweils stärksten TSI-Motoren haben auch die Option auf Allradantrieb, während diese Version hier mit 150 PS nur Frontantrieb hat. Dies sei nur gesagt. Ja, mir gefällt er richtig gut, nicht nur die Optik hier hinten, auch nicht wegen der Platzverhältnisse, weil so wirklich viel mehr Platz haben wir ja nicht, zumindest volumenmäßig nicht. Man kauft sich dieses Auto ja auch nicht, damit, weil man mehr Platz haben möchte, sondern weil es einfach was Besonderes ist, weil es einfach speziell ist und weil dieses Auto einfach sehr gut wirkt. Vor allem in dieser Außenfarbe hier hätte ich gar nicht gedacht, mit diesen Kontrastelementen hier in Kontrastschwarz, Felgen zum Beispiel, Airline-Paket dann vorne mit den schwarzen Hochglanzelementen. Sieht schon sehr, sehr schön aus. Wir haben hier, weil wir noch gar nicht ins Interieur so richtig geschaut haben, finde ich immer gut beim Arteon, dass man hinten so einen wahnsinnig großen Platz hat. Ich muss hier kurz die Sicherung aufmachen, genau, dass man hinten so einen Beiraum und Freiraum hat. Das gefällt mir richtig, nämlich das ist Audi A8 Niveau, in dem man hier sitzt. Also man hat richtig viel Kniefreiheit, also richtig viel Kniefreiheit. Auch wieder der Sitz ist eingestellt auf Höhe der B-Säule und da kann man wirklich extrem lange Strecken hier hinten fahren. Mindestens so lange, bis der Tank dann nicht mehr bei diesen 1000 Kilometern keinen Kraftstoff mehr zur Verfügung stellen kann. Und was wir hier auch noch schön haben, ist selbst hinten im Vorbereich diese Dekorleisten hier. Die sind von hinten illuminiert in einem Blauton. Der könnte fast schon von der Volkswagen R kommen, aber klar, ist ja auch Airline-Paket. Aber auch die Eleganz-Version, die kann man optional mit diesem Ambiente-Licht ausstatten, dann auch in 30 Farben konfigurierbar. Und vorne natürlich, das ganze Cockpit sieht so aus, das sieht genau so edel aus, wenn man das mal vorne sieht. Wir haben hier überall diese Dekore und ich muss kurz die Zündung ausmachen, damit uns das nicht die ganze Zeit stört. Und wieder an, genau, wir haben überall diese Dekore hier. Wir haben eine Harman-Kardon-Anlage hier für guten Sound, natürlich alles optional. Allerdings haben wir hier den mechanischen DSG-Wählhebel hier noch. Wir haben keinen Shift-by-Wire in diesem Arteon. Und wir haben natürlich auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das neue Lenkrad und R-Sitze. Das finde ich richtig schön, die sportlichen Sitze hier mit ordentlichen Seitenwagen, damit man auch gehalten wird. Gut, bei 150 PS Diesel jetzt nicht wahnsinnig, aber es sind trotzdem angenehm. Und wir haben keine separaten Kopfstützen, sondern die Sitze aus einem Guss. Und das ist richtig schön. Ja, zum Arteon allgemein. Jetzt fängt er schon wieder an. Jetzt mache ich kurz wieder die Zündung an, damit wir vorne noch das Licht haben. Zum Arteon allgemein ein bisschen so total futuristisch und extrem besonders. Und man merkt es auch, wenn man auf dem Supermarktparkplatz steht oder auf dem Baumarktparkplatz wie wir vorhin, dann schauen die Leute schon sehr und schauen das Auto an und denken sich, oh, der sieht aber wahrscheinlich, oder denken sie wahrscheinlich, oh, der sieht aber schön aus. Vor allem hier die Kombination mit Airline-Paket wäre natürlich genau meine Kombination. Ich würde keine Elegance-Version nehmen, ich würde sonst immer nur das Airline-Paket nehmen, finde ich dieses Auto richtig schön. Ja, und wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen sehr fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht zu kommentieren, wir lesen alles, wir kommentieren auch fast alles, eigentlich alles. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann machen Sie einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen, sodass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen können.